Willkommen zu diesem Vlog. Das ist ein bisschen mal anders als sonst bei mir. Ich habe richtig Bock darauf gehabt, was zu vloggen. Und ja, ich habe mir gedacht, das könnte man vloggen, weil es eigentlich irgendwie einfach ein Müll ist, den man vloggen könnte. Erklärung, was wir vorhatten. Wir haben vor, in meinem Pool, den ich habe, einfach, wir haben so drei große, fette Schwimmringe, falls ihr die kennt, so Reifen, wo man sich hier reinsetzen kann. Und wir wollten davon sau viele kaufen gehen. Und dann sind wir herumgefahren in der Gegend halt und so weiter und wollten welche holen gehen. Also viel Spaß damit, ist eine richtig krasse, nice Idee, finde ich. Aber ihr seht eh, wie, was jetzt an diesem Video, also viel Spaß damit. Und ich fand, das war ein nice Video. Falls ihr noch mehr Vlogs sehen möchtet, wenn wir so einen kranken, also krank ist es nicht, dass wir einen Shit machen oder so, also schreibt es in die Kommentare. Ich habe ein paar Sachen halt hinzugefügt ins Video, die ich einfach so auch aufgenommen habe dafür. Ich habe vergessen noch zu sagen, also wo weiß ich der Vlog ist. Ich wundere, wenn man aufrecht ist. Ich habe halt, naja, wie soll ich sagen, es nicht anders machen können. Also, naja, viel Spaß mit dem Video. Okay, wir holen jetzt die Reifen, weil ganz ehrlich, Leute, warum nicht? Ich hoffe, ihr versteht mich. Wir sind gerade beim Rad runterfahren. Und voll ist ein Mücke ins Gesicht geflogen. Aber naja, die anderen Spackis sind hinter mir und wir sehen uns wahrscheinlich, wenn wir im Geschäft, also im Laden drüben sind und die Reifen oder so kaufen, sehen wir uns wahrscheinlich wieder. Alter, so ein Schwung. Also schmeckt voll geil. Wir haben einen Misserfolg gehabt, toll, aber nächstes Geschäft. So, wir waren zumindest fast davor erreicht. Wir wollten eigentlich ganz viele Reifen kaufen, aber naja, es gab keine. Also haben wir uns jetzt ein bisschen Getränk gekauft und irgendwelchen Schropf im Pool, aber das seht ihr dann zu Hause. Im Berg, und wir haben das und dieses nice Tor gekauft. Eigentlich wollten wir ja Ringe kaufen, aber egal. Für 50 Euro. Okay, wir haben hier eine Luftmatratze. Wir wollten erst eine rosa-rote für Johan. Hier öffnen, nice. Und wupp. Nice geöffnet. Was haben wir hier drin? Ei. Wirklich hochqualitativ, Kappa. Bist du deppert? Da ist sogar ein Ball dabei. Oho. Wow. Diese Qualität. Da muss los. Okay, hier das Tor. Ein Seil. Als ob. Das müssen wir reinspannen. Okay, das ist voll nice. Und da. Erstmal wollten wir eine rosa-rote. 5 Euro. Achso, 5 Euro sind die. Natürlich keine 1 Euro nachmachen. Nein, gar keine 1 Euro. Die guten Matratzen für die Holzhaltshow. Weil er braucht die natürlich. Eigentlich wollten wir eine rosa-rote ihn kaufen. Blau ist die gleiche Blaufarbe. Nice. Null weh. Da, und jetzt Holzhaltshow da drauf. Der Mörder. Und einige gestochen. Du warst schon, dass du da gerade einen Schlitz haben musst, die Luftmatratzen. Ein Schaß. Hi. Wow. Wow. Wenn du jetzt kaputt ist, Bruder. Natürlich. Dann gib wieder den Euro, Alter. Ja. Oh mein Gott. So, Shots on. Wow, kauig heute. Und jetzt geht's auf Pumpen. Leute, zum Klarstellen, falls es jetzt ein komischer Sprung ist, liegt es daran, dass ich nicht gefilmt habe, wie es aufpumpt, weil es ewig dauert und dann müsste ich so viel blurren und keine Ahnung, was alles hatte ich, also verpixeln, also hatte ich da auf gar keinen Bock. Und das, wie mir die Sachen im Pool gehauen haben, ist die Aufnahme irgendwie kaputt geworden. Und ja, und das von wo mir die Scheiße gemacht haben, war auch nicht drin, aber ich habe jetzt eine Szene reingepackt, wo wir mit einem Verpackung und so weiter von meiner Tastatur noch, damit das ein bisschen reinkommt. Das könnte man ja auch reinhauen, vielleicht, habe ich mir gedacht. Hier irgendwo sollte die Verpackung von meiner neuen Tastatur sein, also einerseits die alte, weil die jetzige, also meine neue, ist kaputt gegangen und dann habe ich eine neue zugeschickt bekommen, das sind die alte und ich brauche diese Verpackung, damit ich sie zurückschicken kann. Aber irgendwie sicher nichts, man sieht, hier sind die ganzen Verpackungen allgemein von
meinen ganzen Geräten, die ich halt habe. Zum Beispiel, ich habe mir meinen Controller gekauft, von meinem Headset, von meiner Maus, von meinem Mikro, von meinem Headset-Ständer, von meiner alten Tastatur, die hatte ich davor im Zimmer, aber die habe ich jetzt hier runter in den Keller getan. Den Kasten, hier sind ein paar Sachen von meinem Bruder auch dabei. Und hier solche Dinge, zum Beispiel solche Boxen mit irgendwelchen Computerteile drin, weil ich weiß, ich habe meinen jetzigen PC selbst gebaut. Hier sind sogar die, und mein Bruder auch, der mein, das hat mein Vater schon vor Jahren begonnen. Hier sieht man von meinem Bruder die Teile von seinem PC. Und hier, aber die ganzen Sachen außer meinem PC, die ihr hier seht, sind eigentlich alle verlinkt, außer der Controller. Aber eigentlich sind die Sachen hier verlinkt, weil das sind mein Gaming-Setup und den Gaming-Setup habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Also könnt ihr gerne nachgucken. Das hast du schön sauber verpackt und okay, das glänzt nur so komisch. Ich habe gedacht, das ist vielleicht was schmutzig, aber es ist schön verpackt und jetzt würde ich sagen, kommt hier nochmal ein extra Karton und dann wird sie zurückgesendet. Leute, ich habe jetzt hier das Paket komplett verpackt in Amazon-Dings und jetzt muss ich nur auch so einen Schein, halt Rückgabeschein, hier reinlegen und ein Ausschneiden hier rauf rubicken, also kleben und dann das hier versiegeln noch. Und dann bin ich damit auch fertig. Es ist komplett verpackt. Ja, ich habe das abgedeckt mit diesen Anleitungen, wie was man halt machen soll für die Rückgabe halt, wo ich das ausschneiden musste und hier die Sticker noch, die dabei waren. Und hier, ja, hier habe ich das Ganze einfach hier mal abgedeckt und ja, das, ich würde sagen, das war's jetzt mit diesem Vlog. Ich hoffe, euch gefallen. Wer wissen möchte, was geschehen ist, wir haben einen Fight im Pool gemacht. Wollten wir halt machen, alles voll mit diesen Ringen. Wir haben selbst so Ringe und alles noch zu Hause gehabt und haben nachgekauft und haben dann einen Fight gemacht halt. Wo mit draufgesessen, wer letzter runterfällt, hat verloren halt. Weil der was erstes fliegt und der letzte hat gewonnen und das haben wir halt gemacht. Und ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo und da und aktiviert die Glocke, falls ihr mehr Vlogs möchtet haben, weil mir macht das eigentlich Fun beim Karten und alles. Ja, bis nächstes Mal und ciao, Leute.